Hier ist wieder der Testmischel von YouTube, heute mal wieder Minifiguren und zwar von Fluch der Karibik. Meine ganzen Minifiguren bestelle ich immer auf AliExpress, das ist aus China. Gebt dort in der Suche einfach mal Fluch der Karibik Prick ein, dann nur ein Stück anklicken und dann bekommt ihr die verschiedenen Figuren angezeigt. Hier haben wir so ein 8er Set, kostet um die 6 Euro. Man sollte eine Kreditkarte besitzen und die Bestellung sollte unter 22 Euro wegen dem Zoll sein. Und so schaut das Set jetzt fertig aufgebaut aus. Hier die einzelnen Figuren nochmal. Zu jeder Figur gibt es noch so eine kleine Platte. Da ist so ein Totenkopf drauf. Da könnt ihr noch verschiedenes Zubehör dran machen. Hier zum Beispiel eine Maus. Dann gibt es auch noch hier einen Krebs. Des Weiteren finde ich sehr cool, das Ganze ist noch beweglich. Hier, da hat der Chinese sich was Neues einfallen lassen. Das kann man hier komplett einmal so rumdrehen. Ja, der Jack hat auch noch ein bisschen Zubehör. Fernglas. Dann hier die Maus wieder dabei. Also schon richtig cool gemacht. Für den Preis halt auch. Dann gibt es noch, ich mache das hier mal gerade ab, so Waffengurte. Seht ihr, das hier sind so Waffengurte, die könnt ihr dran machen oder wieder abmachen oder könnt ihr dann hier so ein Säbel reinstecken, hat mir auch sehr sehr gut gefallen. Jetzt habe ich euch das Minifiguren-Set Fluch der Karibik auch mal gezeigt, ich finde es richtig gut, der Druck ist sauber, die Figuren sehen richtig klasse aus und
Wie bei den anderen Sets, der Preis ist halt ziemlich klein. Wer Interesse daran hat, der Link dazu im Text von unter dem Video. Das war wieder der Testmischel von YouTube. Sag ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr das abonniert, verpasst ihr kein weiteres tolles Minifiguren-Video.